Wundervoll. Back in Action. Warum tust du das nicht? Das an, wenn du das überhaupt nicht willst. Doch, ich will das. Aber ich möchte halt nicht haben uns verraten. Überfrustrieren. Nimm das! Die Rebellion ist scheiße! Ah, das ging schnell. Haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. So viel zu euch beiden. Ihr habt meine ganzen Brüder und die anderen Brüder getötet. Okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Oh, das gibt's doch nicht. Es gibt noch mehr Stufen über schwer, ja. Wer auch immer das spielt, dann. Ach, die haben den dämlichen Granatlauncher. Habe ich euch zwei. Also wenn, dann die Waffe dagegen eintauschen. Au! Wer war das denn jetzt da oben? Ich habe da extra die beiden vom Anfang getötet oben. Erschreckend, ey. Vielleicht locke ich jetzt beide an.
könnte erstmal nicht aufhören dürfen. Das habe ich jetzt einfach rausgebracht. Toll, der hat auf mich geschossen, obwohl ich getarnt war. Sie haben das Blut unserer Brüder vergossen. Dafür sterben sie. Ein Zielort. So viel zum lautlosen Vorhof. Nur Freunde, ihr seid. Gut getarnte Klinge, ey. Ja, selbst unsichtbar. Aber die Klinge kannst du immer noch sehen. Helf mir, Unterstützungstyp. Scheiß Granatdinger, ey. Ja, hört zu, wie ich fluche. Steht die ganze Zeit aus Versehen durch ihre Beine. Wie bitte verkacke es nicht? Ich verkacke hier doch gar nichts. Muss halt nur ein bisschen mehr aufpassen beim Angreifen.
Genau, lauft mal weiter, meine Kollegen, weil ihr haltet viel mehr aus als ich. Aber wenn ich so nach vorne gehen würde, ne, ich wäre nach 2 Sekunden tot. Elite getroffen. Bitte, kein Aua! Mögen Eliten blutschlimm stinken. Ich hier bleiben, aufpassen. Keine Bloods hinter mächtigem Gebieter. Vom Kumpel des feinen Groot erfahren. Ich glaube, jetzt habe ich 2 erwischt, ja. Detail stelle mich schon viel besser an als am Anfang. Nein! Alter, ich war schon weg! Richtig nicht. Man könnte nicht mal ein Stück rauskommen da unten. Geht doch. Es ist nichts weiter als ein Schwert. Der kam schon in meine Richtung. Haben wir noch gar nichts gemacht. Alter! Zeig uns, was in dir steckt. Auf die Art wird es nicht weit kommen. Du hast das Geilste, du gehst sofort in die andere Ecke und rennst los und du wirst trotzdem getroffen. Das ist der Hammer, ey.
Das ist einfach der Hammer. Und jetzt haben sie sogar angefangen zu schießen, obwohl ich noch getarnt war. KI schießt immer dahin, wo ich zuletzt war mit dem Schuss. Da habe ich 2 Millisekunden Zeit, in eine andere Ecke zu gehen. Verflucht seist du. Boah, ich glaube, ich habe sie alle getötet. Juhu! Ich bin 3 Räume weiter als vor 16 Minuten. Tolle Unterstützung seid ihr. Habt ihr noch vor anzugreifen oder bleibt ihr hier hinten stehen? Weglaufen. Anscheinend bleibt ihr hier hinten einfach stehen. Klar, ich töte jetzt 5 Leute ohne Waffe, also beziehungsweise nur mit dem Schwert, weil ich einfach bin. Ich denke nicht, dass ich imitiert werde vom Feind. Der kennt doch gar nicht meinen nicht existenten Dialekt. Ich hab nicht gemogelt. Ich fange jetzt an zu mogeln. Ja, ich glaube, wenn du in der Mission schon bist, kannst du sie nicht runterstellen, den Schwierigkeitsgrad. Also bleiben wir bei heldenhaft. Juhu! So, 3 Stück leben noch. Jetzt vielleicht 2.
Das sind immer noch drei. Ja, die Gegner gucken auch den Stream wahrscheinlich. Jetzt sind es noch zwei. Der eine Penner ist sogar wirklich aus seinem Geschütz rausgegangen. Um mir auf den Sack zu gehen. Oder es war doch nochmal ein anderer. Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Oh nein! Ja, und ihr kleinen Vieh, seid mir keine Hilfe. Alter, willst du mich verarschen? Vergessen. So treffe ich den nie. Hat echt gut geklappt, ne? Den auf seinem Geschütz zu töten. Hä, was ist dein Problem? Wundervoll. Tag Tau. Kommt's genau richtig. In dem Moment, in dem ich sterben werde. Die Sniper war fast leer. Ach, diese scheiß Tore, die zugehen. Meine Waffe ist auch leer, wirklich. Gleich. Moment, was liegt denn hier noch? Ach, das Flakgeschütz. Ich kann mich wenigstens selbst in die Luft sprengen. Es lebt noch einer. Ja,
Nicht zucken! Alter! Wo gehen denn die Schüsse manchmal hin, obwohl ich auf den ziele? Alter! Ich schieße auf den Boden und der Schuss geht irgendwo oben in die Luft. Natürlich habe ich bei Doom bessere Laune, aber bei Doom geht es wirklich auch um Aiming und Bewegung. Das Problem hier ist, dass du nicht durch Bewegung Schüssen ausweichen kannst. Weil die KI dir immer genau in die Fresse schießt. Und du selbst gefühlt zwei Schuss aushältst. Wenn überhaupt. Ach so, leer. Ich habe hier keinen Kehrt gemacht. Gesehen, dass du on Rage warst. So, guck mal nochmal. Seht ihr das? Du schießt auf den Boden so gesehen und die Granate fliegt nach oben. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Okay, sie prallt natürlich so gesehen ab. Das siehst du nicht, weil es so schnell passiert. Sie prallt ab und fliegt nach oben. Wie das Geschütz einfach unzerstörbar ist. Haut ab. Keiner hat gesagt, ich muss euch alle töten.
Kacktyp am Geschütz. Raidoran, soll ich dich da einstecken, wo ich All Power hingesteckt habe? So in etwa. Ach so, das ist einer von uns. Ja, jetzt ist das Geschütz da kaputt gegangen. Gott sei Dank. Rennen ist auch keine Lösung. Und die Gegner haben die Musik nur ausgemacht, um mich zu irritieren. Juhu! Na toll. Ah, Kontrollpunkt wird kurz davor gespeichert. Wie ein richtiger Champ.
das Schlimmste ist, ist, dass der Kontrollpunkt erledigt kam. Wo ich dachte, ich werde jetzt immer wieder spawnen, wo ich gerade sterbe. Was ist eigentlich los mit meinem linken Geschütz, ey? Schießt mein Geschütz? Das zielt so weit nach oben. Alter, wir sind denn auf die Idee gekommen, dass sie mir jetzt zwei von den Kampfpanzern entgegenstellen. Habe ich was verpasst? Sollte ich irgendwo vorher noch eine Power-Rüstung finden? Die mich einfach nochmal 10-mal so stark macht wie aktuell? Ja, man kann sie entern. Ariandor, danke für dein Twitch Prime-Abo. Ach komm. Auf der anderen Seite sind noch ein paar Sniper. Oh nein, falsche Waffe getauscht. Es gibt keinen mehr, also keinen ersten mehr, den ich erledigen kann gerade. Sollte er mehr aushalten. Meine Güte, ey. Ich hab da nur mal geguckt. So nutzt man die KI hier aus. Entschuldigung. Ja, beim alten Checkpoint wäre es vielleicht noch ganz gut gewesen.
Ich grätsche mich überhaupt nicht durch die Kampagne. Runter mit dem Kopf. Wie runter mit dem Kopf? Was bist du? Die Herzkönigin? Wenn nochmal Halo auf schwer spielen will, ne? Verhindert das bitte. Kommt jetzt noch was? Ja, es kommen noch die großen Panzer, die ich von unten töten muss. Und irgendwo ist noch ein Sniper. Der ist einfach mal auf gut Glück immer auf mich feuert. Alter! Mann, ey. Guck mal, früher war es kein Problem, die Gegner hier zu sehen, ey. Jetzt ist das einfach ein schwarzer Fleck, den man sich anguckt. Wir gucken uns jetzt Sequenz an. Bevor jemand töte. Gute Nacht, Gravity. I'm starting to fear that you're not very smart. Mind your tongue, Oracle. Oh, I mean no offense. I'm not talking about you. I'm talking about your species. How long have these prophets been anointing arbiters? Since the fall of Falchavami. The first disgraced arbiter, roughly 400 years ago. Incredible. And in all this time, it never occurred to you how convenient it was that your prophets were able to find a powerful, capable leader among your people, who happened to suddenly commit a terrible blasphemy every time the power structure of your covenant was threatened. I do not understand. You do little to dissuade my fears. Then teach me. Looking back at the record of the arbiters you discussed, was it not surprising to anyone that those chosen to become arbiter were more than simple warriors? How so? Each of them had significant political influence among your people. In some cases, that influence was already being used to question the decisions of your higher-ups. In fact, that very questioning often gave rise to the charges of heresy that so neatly removed the challenger from the higher-ups' concern. And once they were branded Arbiter... They promptly and quite cheerfully ran to meet their deaths. All our lives we look down at the path, put our feet where the prophets tell us. All our lives spent convincing ourselves of the truth of our covenant. Could all of it truly have been wasted? Let's hope not all of it, for we have a great deal of work to do.
The flood is still out there, so I require a cooperative reclaimer to enact proper containment procedures. But your Covenant keep trying to kill all the reclaimers I can find. All this bickering is quite a deadly waste of time. Right now, the most important question we can ask is this. Who could break this hold the prophets have over you? Jetzt werde ich von der Seite wahrscheinlich erschlagen. Oh mein Gott, ich kann mich bewaffnen. Das heißt nichts Gutes. So gesehen war ich schon weg. Zwei Schüsse vom Sniper und ich werde tot. Das ist übrigens die Verarsche. Scheiße. Rakete wechseln. Das ist es. Keine Munition für den Flakwerfer von den Aliens. Weg, weg, weg. Betrug. Wo kommen die denn jetzt her? Boah, und jetzt fängt es wieder hier an. Spielst du eigentlich alles auf Hardcore? Nee, nicht alles. Manchmal ist mit meiner Gesundheit wichtiger. Der ist schon kaputt. Glaube ich jedenfalls. Ich mache ganz viele Sachen auf Hardcore.
Na, wo bist du hin? Gute Nacht, Raidoran. Lern was für dein Leben. Nimm dir dein ganzes Geld mit zur Prostituierten. Bin ich so ein bisschen... Am Brutgewehr ist eine große Klinge für extra Nahkampfschaden. Okay. Ach, das... Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ah, den eigentlichen Pseudogranatwerfer. Richtig scheiße, dass eigentlich nicht bewegen richtig ist. Wäre ich jetzt wieder reingegangen, hätte die Tür nicht schnell genug zugemacht und ich wäre wieder getroffen worden von dem Kack. So, die Shotgun will ich nicht. Hatten wir hier nicht noch Munition? Ne, muss natürlich das Gewehr wechseln. Unten ist alles jetzt tot. Moment, ich höre was. Danke. Wo kommst du? Alter, ich habe doch geguckt. Du kannst nicht entkommen. Warum also fliehen? Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ist nicht weit genug. Das ganze Spiel so fettig, ey, ihr glaubt das gar nicht. Es ist das Schlimmste und Härteste, was ich seit langem gespielt habe. Bei den Ringgebieter. Die Räte sind sie ermordet.
von den Brutes. Diese treulosen Bestien. Die Propheten hätten ihnen nie trauen dürfen. Juhu!